Politiker haben doch Humor. Den Beweis trat jetzt der scheidende Finanzminister der Schweiz an. Der sollte eine Rede halten über die Einfuhrbestimmungen von Gewürzfleisch. Klammer zum Beispiel. Ob der bürokratischen Schachtelsätze brach Hans-Rudolf Merz in herzerfrischendes Lachen aus, steckte damit das ganze Parlament an, dann die Schweiz und jetzt Deutschland. Lachen Sie einfach mit, es ist wirklich zu komisch. Sogenannte schweizerische Erläuterung. Politikern Spaß machen, so richtig, zumindest in der Schweiz. Der ehrenwerte Finanzminister Hans-Rudolf Merz spricht über Fleischimporte. Nicht verändert wird. Klammer zum Beispiel. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Dieser Schweizer Politiker, der kann ja offenbar sehen, wie idiotisch so ein Juristendeutsch ist, dass kein normaler Mensch das mehr verstehen kann und lacht sich darüber kaputt. Das hat aber nichts mit Auslachen, Zynismus, sondern einfach mit einer Befreiung zu tun. Da befreit sich Hans-Rudolf Merz von ganzem Herzen von diesem Beamtendeutsch. Der KM hat die Zollverwaltung zusätzlich sogenannte schweizerische Erläuterung. Jetzt aber mal ernsthaft. Gelotologie, die Forschung vom Lachen, hat herausgefunden, Lachen besänftigt. Wir tun es alle. Wir haben das von den Affen. Und auch bei denen ist Lachen ansteckend. Und bei uns ist es so gar nicht staatsmännisch. Warum die beiden lachen, ist eigentlich wurscht. Apropos staatsmännisch, wenn es 20 Uhr schlägt in Deutschland, wird es ernst. Meistens zumindest. In Huairu bei Peking ist heute das internationale Frauenforum der Nichtregierung. Entschuldigung, ich hatte noch eine Meldung. Und dieser mephistophelische Blick von Deppendorf, der ja auch so die Frisur hatte, in dem alles lag, was erlaubt er sich, der unterbricht mich oder was macht er hier? Das ist ja eine Live-Sendung gewesen. Hartmann ist seit 1988 immer wieder über falsch geparkte Autos gestiegen, auf vielbefahrenen Straßen spazieren gegangen. Und nun ein reifer Mann, der da wie ein Teenager zu kichern beginnt. Dies ist nach Ansicht der Richter kein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, und dann allerhöchstens eine Ordnungswidrigkeit. Verzeihung, meine Damen und Herren. Was war jetzt die Frage? Lachen ist gesund. Wir sollten es uns also alle mehrmals ticken. Eine Minute soll so erfrischend sein wie 45 Minuten Entspannungstraining. Und liebe Männer, aufgepasst, es soll auch zu mehr Potenzkraft verhelfen. Blöd ist es nur, wenn man lachen muss, aber nicht lachen darf. Die Höchststrafe. Und für uns Zuschauer die herrlichsten Momente. Vielen Dank, Dagmar Berghoff, für diesen. Am besten noch mal ganz von vorne an. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. 19, 33, 38, 43, Zusatzzahl 46. In dem Moment, wo man irgendwas verboten kriegt oder wo abgeraten wird von was, dann fängt man, möchte man es erst recht, der Impuls ist da. Es gibt genügend Beispiele, wo man weiß, dass gerade dann dieser Lachkrampf kommt und man ihn auch nicht mehr stoppen kann, weil der Widerstand gegen Verbotenes einfach massiv vorhanden ist. Aber zurück zu unserem Lieblingspolitiker Hans-Rudolf Merz. Auch zu den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz. Rund 5 Minuten lang kämpft er sich tapfer durch die Erklärung. Herr Nationalrat, ich bitte Sie um Verzeihung, wenn ich zwischendrin einfach nicht verstanden habe, was ich Ihnen vorlas. Übrigens, der Zollbeamte, der diese Lachrede geschrieben hat, ist todunglücklich und auch noch beleidigt. Lieber Schweizer Zollbeamter, dafür, dass das Ihre erste Rede war, die Sie überhaupt geschrieben haben, war das
echten Kracher. Vielen Dank dafür. Beispiel. Bind, Fleisch. Bind, Fleisch. Bind, Fleisch. Bind, Fleisch. Beispiel. Bind, Fleisch. Zum Beispiel. Bind, Fleisch. Zum Beispiel. Bind, Fleisch. Zum Beispiel. Bind, Fleisch. Kein Bier mehr.